Oh, hi Leute, bin ja schon online. Ja, willkommen zum diesjährigen Best of 2019 Unboxing. Ich küre in diesem Video die beste Musikbox 2019. Es waren einige dabei, also ist mir die Entscheidung dementsprechend schwer gefallen. Platz 1 bis 3 werde ich in diesem Video präsentieren. Aber zuvor zeige ich euch noch ein paar Highlights aus dem Jahr 2019. Es sind ja eine ganze Menge Boxen erschienen. Um genau zu sein, 11 Stück habe ich dieses Jahr mit euch ausgepackt. Und ja, Film ab und viel Spaß beim Intro. Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Ultimate Games. Seid gegrüßt, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Creepy Games. So, ja, Intro ist vorbei. Im Anschluss zeige ich euch jetzt nochmal ein paar Highlights aus einem Jahr Unboxing. Sind ein paar lustige Momente dabei gewesen. Ihr könnt euch vielleicht an das Unboxing von Kollega erinnern, AlphaGene 2, wo plötzlich Google Assistant mitten reingeschwätzt hat. Einfach mal die Klappe halten. Aber ja, ich laber nicht zu viel. Schaut's euch an. Best of 2019. Die Highlights. Film ab. Unter anderem gibt es das hier im Internet. Was laberst du? Ja, Google Assistant. Ich will jetzt gar nicht mit dir reden. Keine Ahnung, warum du die Klappe aufmachst. Aber bitte einfach ruhig. Ich mach gerade ein Unboxing, okay? Okay. Dankeschön. Yeah, Leute. So, ja. Boah, geiler Scheiß. So, stehen wir mal kurz auf. So, yeah, 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 man. 18 Karat. Ja, geil. Liegt auf jeden Fall. Ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also meine Farbe ist es nicht unbedingt. Aber, ja. Ist da nochmal die ganzen Texte. Da nochmal. Und zu guter Letzt nochmal mit seinem Hund. Vorne drauf übrigens das Cover sollen drei Wölfe sein, also dreiwölfiger Kopf. Ein dreiköpfiger Wolf, so rum, nicht ein dreiwölfiger Kopf. So, liebe Leute, bevor ich dann zu den Top 3 der besten Musikboxen 2019 komme, würde ich sagen, stelle ich euch erstmal die schlechtesten Boxen 2019 vor. Da habe ich ebenfalls einen Platz 1 bis 3 gemacht. Und ja, muss ich jetzt mal ganz kurz raussuchen, welche Box denn ja am schlechtesten ist. Da würde ich sogar sagen, fangen wir mit der Sido-Box an auf Platz 3. Zum einen Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie kostet wirklich unglaubliche 70 Euro, habe ich dafür hingelegt. Und das Einzige, was drin ist, ist eine Album-CD und ein roter Hoodie in Größe M. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Inhalt von dieser Box. Die Box an sich ist auch nicht so wahnsinnig spektakulär, dass man da jetzt unbedingt 70 Euro ausgeben muss. 70 Euro ist eine Menge Geld. Und ja, ich finde den Hoodie, wenn ich ehrlich bin, auch nicht unbedingt so wahnsinnig geil, dass der 70 Euro wert ist. Deswegen mein Platz 3 der schlechtesten Boxen 2019. Sido mit Ich und keine Maske. So, kommen wir auch schon auf Platz 2 der schlechtesten Boxen 2019. Und zwar ist das Matrix. Ne, nicht Matrix. Doch, Matrix mit Mufasa. Habe ich auch unglaubliche 50 oder 60 Euro gezahlt. Es war auf jeden Fall relativ teuer. War ebenfalls ein Hoodie drin, allerdings in Größe L. Und ansonsten muss ich sagen, ja, die Inhalte waren auch nicht so wahnsinnig spektakulär. Man hat einfach ohne Ende Sticker reingepackt. Ich glaube 5-6 Stück an der Zahl. Was ich auch, ja, für eine Musikbox jetzt nicht so wahnsinnig geil finde für den Preis. Immerhin, er hat eine Autogrammkarte
wo unterschrieben wurde. Ja, ansonsten gab es da noch einen Fanposter und die Haupt-CD. Und wie gesagt, der Hoodie und das Ganze für 60 Euro, 50, 60 Euro. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, was ich dafür bezahlt habe. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ich habe es ja aufgeschrieben, mir mal die Daten, was die Fanboxen so gekostet haben. Also Sido, wie gesagt, ich und keine Maske, 69,99, also unglaubliche 70 Euro. Ist für mich auch bis jetzt die teuerste Box, was ich jemals gekauft habe. Und ja, 59 Euro habe ich gezahlt für Matrix mit Mufasa. Ist auf Platz 2 der schlechtesten Boxen. Und ja, jetzt kommen wir auf Platz 1. Was mich wirklich am meisten aufgeregt hat dieses Jahr, war Mu Phoenix mit Emotion. Diese Box kostet unglaubliche 45 Euro und was da wirklich drin war, ist eine, wie ich finde, eine Frechheit. Also es ist wirklich nur die Haupt-CD, dann eine Fan-Autogrammkarte, nicht mal unterschrieben, was ich sehr, sehr schade finde, und ein Fanposter, wo auch schon teilweise eingerissen wurde oder eingerissen war, beziehungsweise ziemliche Falten aufwies, und dann diese komische Jacke, die ihr ja im Vorfeld gesehen habt bei den Highlights-Videos, dieses komische, nicht rosa ist es nicht, aber so wirklich eine richtige hässliche Farbe. Also das war wirklich eine Box dieses Jahr, auf die hätte ich mich gut und ganz verzichten können. 45 Euro ist auch nicht wenig Geld, um da so einen Inhalt zu bieten. Ja, weiß man nicht. Also ich würde, wenn ich dieser Rapper wäre, mich wirklich nochmal hinterfragen, mache ich wirklich in nächster Zeit Musikboxen oder tue ich einfach nur Album-CDs veröffentlichen? Die Musik an sich finde ich ziemlich cool von Mu Phoenix, aber Boxen muss man nochmal sehr weit nach oben gehen, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Also das stimmt vorn und hinten nicht. Ja, jetzt seid ihr gefragt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr dieses Jahr so für Fanboxen bekommen habt. Was war eure beste Box? Was war eure Box, wo ihr sagt, boah, die hätte ich mir jetzt echt sparen können, das Geld. Der Inhalt war wirklich eine Katastrophe. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und ja, jetzt kommen wir schon zu Platz 3 der besten Boxen 2019. Und da fällt mir die... Boah, da fällt mir es ganz schön schwer. Da würde ich sogar fast sagen, Obststand 2 von Maxwell and LX ist auf Platz 3 der besten Boxen 2019. Machen wir nochmal ganz kurz auf. Da war ja ein Duftbaum fürs Auto drin. Dann haben wir hier einmal eine EP. Hier einmal die Instrumental-CD. Dann die normale CD. Dann haben wir hier fürs Auto so einen Schoner. Und eine Umhängetasche war drin. Und dann noch zwei Poster, beziehungsweise zwei Bilder sind noch drin. Und kostet... Lass mich kurz schauen. Maxwell kostet 43,99, also 44 Euro. Finde ich für den Preis auf jeden Fall okay. Kann man nicht meckern. Umhängetasche habe ich jetzt leider nicht parat, sonst hätte ich sie euch gezeigt. Aber sieht auch ziemlich cool aus. 44 Euro, eine ganze Menge Inhalt drin. Musik ist auch sehr gut. Obwohl ich Platz 1 bis 3 anhand jetzt nur mal dieser Boxen bewerte. Musik lasse ich da jetzt mal außen vor. Ja, auf Platz 3 Maxwell mit Obststand 2. So, dann kommen wir auch schon zu Platz 2. Und Platz 2 ist für mich ganz klar, Kollega Alpha Gene 2. Was man da für sein Geld geboten bekommt, ist wirklich allererste Sahne.
Die Box kostet, glaube ich, lass mich kurz schauen, ich habe es aufgeschrieben, ja, circa 50 Euro. Also ist die große Box. Es gab auch noch eine kleine Box, die habe ich hier. Ich habe mir beide gegönnt. Die kleine Box kostet circa 40 Euro. Die große Box ein Zehner mehr, also circa 50 Euro. Und was man da geboten bekommt, ist wirklich allererste Sahne für das Geld. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Man bekommt einen Schlüsselanhänger bzw. eine Kette, wo man sich um den Hals hängen kann, mit dem Kleeblatt vorne drauf. Dann bekommt man zwei Riesenposter, dann einmal ein Lyric Book, man bekommt ein Parfüm in Zigarettenoptik oder Zigarrenoptik, finde ich auch richtig geil, und man bekommt ein 2020 Kalender, bosshaftes Jahr 2020, und man bekommt ein T-Shirt, wo ebenfalls vorne das Kleeblatt drauf ist. Hier sieht man es nochmal. Und das Ganze für einen knapp 50 Euro. Hut ab für einen Kollegen. Machen nicht viele für so. Also verhältnismäßig günstige Box. Und dann so eine Menge Inhalt einzupacken. Ist auf jeden Fall Platz 2 dieses Jahr. Könnt ihr gerne Kommentare schreiben, ob ihr das ebenfalls so seht, ob vielleicht bei euch eine andere Box auf Platz 1 ist. Aber Kollege, sehr, sehr weit vorne. So, ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zu Platz 1, muss ich fast sagen. Und Platz 1 trennen sich, oder zwar Platz 1, sind zwei Künstler insgesamt drauf. Einmal Capital Bra und Samra mit Berlin lebt 2 Box. Ist auf jeden Fall mein Highlight des Jahres 2019. Kostet, kleinen Moment, ich schaue kurz nach, kostet 47 Euro. Und was man da für sein Geld geboten bekommt, ist zum einen natürlich die Musik, aber die lasse ich wie gesagt außen vor. So, dann haben wir einmal die Berlin lebt 2 Cappy. Sehr geil. Dann haben wir die Haupt-CD in Super Jewel Case. Ein Pub-Trooper mit einer EP. Dann haben wir natürlich noch ein Longlife-T-Shirt, wo ebenfalls Capital und Samra vorne drauf sind. In sehr, sehr guter Qualität, muss ich sagen. Dann hier nochmal die Tourdaten und ein riesen Fanposter. Also muss ich sagen, qualitativ wirklich sehr, sehr gut. Der Hoodie bzw. das Longlife Pullover fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Platz 1. Sieht auch hammergeil aus. Und ja, der zweite Platz 1 ist ganz klar dieses Jahr Raf Camora mit seiner Zenith Fanbox. Finde ich sogar noch einen Ticken geiler. Raf Camora kostet zwar 60 Euro die Box, aber man bekommt eine Jacke bzw. eine Regenjacke von Raf Camora. Sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus. Die habe ich jetzt leider nicht parat. Und ansonsten bekommt man eine Zenith RR EP. Die kommt am 10. Januar 2020. Kommt das kleine Album nochmal raus. Es ist jetzt bloß eine Snippet. So, dann haben wir einmal die Haupt-CD. In einem Pappschuber finde ich es ziemlich cool. Dann haben wir hier noch eine ganze Menge Sticker. Ebenfalls geil. Dann haben wir ein Fanposter. Und zu guter Letzt noch die Biografie von Raf Camora. Hammergeil, sowas in die Box reinzupacken. So ein Buch, wenn man das einzeln kauft, kostet schon gut und gern mal 20, 25, wenn nicht sogar 30 Euro. Also Biografie über sein komplettes Leben. Finde ich hammergeil, sowas in die Box reinzumachen. Deswegen auf jeden Fall mein Platz 1 2019. Geteilt mit Berlin lebt 2. Also zwei Boxen sind dieses Jahr auf Platz 1. Und ja, liebe Leute, ich würde sagen, das war's schon für dieses Jahr. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr das Jahr über
mich so intensiv verfolgt habt. Und ja, ich kann einfach nur sagen, ihr seid eine geile Community. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch das Video gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2020 und ich sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.